Heute gibt es den perfekten veganen Bacon. Das Ganze direkt aus dem Ofen. Crispy as fuck und damit servus Grüezi. Willkommen bei Pauschenküche. Heute, wie gesagt, absolut geilen Bacon, den ihr unbedingt nachmachen müsst und eurer gesamten Bekanntschaft schicken müsst. Let's cook, Alter. Unser Bacon wird heute aus ein paar Dingen bestehen. Nummer 1, Tofu ist die Hauptzutat, den werden wir gleich in schöne Scheiben schneiden und dann saftig marinieren. Mit was? Wir haben hier Sojasauce, Salz reduziert, das heißt, wir haben noch ein bisschen weniger Salz drin und nicht ganz so Wasserbüffelgesicht am nächsten Tag. Das wollen wir ein bisschen verhindern, deshalb ein Schuss Olivenöl noch dazu. Rauchwürze in Flüssigform gibt es auch als Granulat oder einfach so als Gewürzpulver. Dann ein bisschen Agavendicksaft für etwas Süße und diesen speckigen, rauchigen, geilen Geschmack. Dann noch etwas Senf, zum Schluss noch Knoblauch, Paprika, Thymian für den feinen Abschluss. Jetzt beginnen wir erstmal mit dem Tofu. Okay, nachdem wir gute Baconstreifen haben wollen, wird jetzt der Länge nachgeschnitten. Je dünner ihr es macht, desto knuspriger wird er im Endeffekt. Das heißt, ich versuche echt relativ dünn eine Scheibe runterzuschneiden, also mehrere Scheiben runterzuschneiden. Und dann sieht das hoffentlich alles dann gleich mariniert wie ein schöner Bacon aus. Vor allem ist es mega easy, ihr könnt das natürlich auch gleich mit mehreren machen und dann auch im Kühlschrank lagern. Wie ihr wisst, meine Rezepte könnt ihr auch auf größere Mengen anwenden und dann für mehrere Tage benutzen. Nachdem wir hier veganen Speck haben, wird er auch nicht so schnell schlecht und es schmeckt auch noch nach ein paar Tagen absolut geil. Aber natürlich frisch ist eigentlich immer am besten. Also direkt frisch aus dem Ofen, Bacon, gibt wohl nichts Besseres. Also Tofu ist halt echt so vielseitig anwendbar, egal ob süß, salzig, bitter, also aus Tofu kann man einfach alles machen. Jeder, der sagt, Tofu schmeckt dir nicht, hat es einfach noch nie richtig mariniert, noch nie richtig zubereitet. Es gibt tausend verschiedene Arten. Man muss es einfach nur mal versuchen oder gezeigt bekommen, wie jetzt hier von mir. Also am besten schickt ihr das Video irgendjemanden, der auf Bacon absolut abfährt und Tofu sagt, ah, nie im Leben fasse ich das an. Diese Kombination wird in definitiv immer oder sie. Die sind alle sehr, sehr stabil. Die befördern wir jetzt einfach in so ein ovales, rechteckiges Geschirr, was auch immer, denn das wird gleich mariniert. Das heißt, einfach hier ein bisschen übereinander legen. So, machen wir mal 30 Milliliter. Dann 10 Gramm Olivenöl kann man, glaube ich, gewährleisten. Nachdem wir jetzt eh hier kein tierisches Fett dabei haben, können wir ein bisschen Pflanzenfett hinzufügen. Nochmal 10 Gramm Agavendicksaft. So. Schnappen wir uns hier ein bisschen Senf. Je nachdem, ob ihr Senf mögt oder nicht. Aber hier drin, ja, ich denke, das reicht auch schon. Passt das optimal und dann nur noch etwas abschmecken mit Paprikapulver, davon nicht zu wenig und dann noch Thymian oder ein Kräuter eurer Wahl, aber ich finde Thymian passt hervorragend dazu, auch nicht zu viel. Oh yes, das sieht doch schon mal nach Baconfarbe aus. Dann werde ich hier noch den Bacon ein bisschen anders umschichten, damit dann auch wirklich jeder hier was aufsaugen kann von unserer Marinade. Dürfen natürlich nicht brechen. Wir versuchen das jetzt hier so ein bisschen drüber zu verteilen. Aber wir wollen nicht alles verwenden. Und das müssen wir jetzt 15 Minuten lang einziehen lassen. Das heißt, am besten ihr bedeckt es, lasst es 15 Minuten stehen und dann geht's ab in den Backofen. Okay, 15 Minuten sind um. Der Tofu ist so halbwegs mariniert, schön eingezogen. Jetzt hauen wir den hier auf unser Backblech. Am besten sollten sich die Stücke natürlich nicht berühren, damit hier alles gut crispy wird. Neben, übereinander, whatever, gut schichten und alles hier fein säuberlich drauf verteilen. Das wird auf jeden Fall eine gute Portion. Also ich habe unterschätzt, es wird wahrscheinlich sogar knapp auf dem Backblech, aber umso besser, dann haben wir mehr Bacon. And we love some good bacon. Ich habe vorher schon mal den Kameramann dran riechen lassen. Das hat definitiv geiles Aroma, oder? Auf jeden Fall. Das macht aber nichts. Den Ofen haben wir übrigens schon vorgeheizt auf 200 Grad. Wir werden jetzt hier einen Teil der Marinade noch ein bisschen drüber verteilen, dass hier auch wirklich alles gut verteilt ist und hier kein Stück irgendwie zu kurz kommt. Also da, wo jetzt ein bisschen wenig Marinade drauf ist, kommt einfach noch was dazu. Okay, der Ofen wurde vorgeheizt, 180 Grad, sind bereit
unseren Bacon jetzt absolut crispy zu machen. Der kommt jetzt erstmal 20 Minuten hier in den Ofen und dann muss es nochmal umgedreht werden, damit es auch von beiden Seiten richtig schön kross und knackig ist. Also Timer, 20 Minuten und der Countdown läuft. Okay, währenddessen erstmal ein bisschen bequem machen. Jetzt haben wir 20 Minuten Zeit. Ich habe mir wie immer meinen Drink angemixt, den trinke ich immer während dem Kochen. Und zwar ist das ein Scoop ERAs und ein Scoop Pink Essentials. Das ist nicht nur für Frauen richtig geil, sondern genauso für Männer. Hier haben eigentlich alles drin, was das Herz begehrt. Vitamin B12, Zink, Magnesium, Vitamin D, Vitamin C. Also da ist fast alles drin, außer Kreatin. Das hatte noch mit meinem eigenen Produkt. Und das gibt es sogar gratis ab 25 Euro for free mit dazu. Über den Link in meiner Beschreibung. Checkt es einfach aus, ab 25 Euro, wie gesagt, komplett for free. Ihr könnt euch dann auch nochmal für eine Portion Pink Essentials entscheiden oder auch für Smacktastic. Das sind alles diese kleinen Exclusives, die es immer gratis eben dazu gibt. Und ansonsten, das hier ist ein richtig geiles Vitamin- und Mineralstoffprodukt, wo ihr eigentlich extrem viele Nährstoffe mit dabei habt, die, wie gesagt, nicht nur für Männer, sondern auch für, also eigentlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer optimal reinschalten. Deshalb unbedingt auschecken und wir schauen wieder zu unserem Tofu. Jawohl, that sounds crispy. Jetzt müssen wir alles einmal umdrehen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich definitiv, den Tofu hier gleich genießen zu können, beziehungsweise unseren schönen Bacon. Hier das eine nehme ich schon mal raus. Das sind gleich unsere Tester, weil die sind eigentlich schon so gut wie fertig. Und bepinseln mal die restlichen Stücke. Einfach die gesamte Marinade kann jetzt verbraucht werden. Wir müssen nicht mehr irgendwas aufsparen. Okay, und das kommt jetzt nochmal für 15 Minuten in den Ofen, vielleicht auch 20, je nachdem, wie crispy euren Bacon mögt. Und ich teste jetzt, glaube ich, gleich mal die kleinen Stückchen, die sind auf jeden Fall, ja. Wow. Ich habe die ganzen Stücke jetzt mal in die Schüssel befördert. Hier habe ich ein richtig crunchiges Stück am Start. Wir haben jetzt mal Geschmackstest gemacht. Crunch-Test auf jeden Fall bestanden. Also wirklich, je dünner er schneidet, desto crunchiger ist das Ganze. Geschmacklich absolut Endlevel. Also das Ding kann ich mir auch mega geil vorstellen. Zu jeglicher Speise, egal ob veganes Rührei, auf Brot. Einfach pur, so wie jetzt mit Ketchup. Crazy. Deshalb unbedingt nachmachen. Schickt es eurer Verwandtschaft, schickt es euren Freunden. Testet es aus. Ihr braucht keinen normalen Bacon mehr. Das war's aus Pause und Küche. Bis zum nächsten Mal. Keep pumping, keep cooking. Ciao, ciao. Mahlzeit.